Hallo und herzlich willkommen zu diesem Excel-Tutorial. Ich bin Jamie von Jamie's Code und in diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr ein dynamisches Dropdown-Feld in Excel erstellen könnt. Dynamisch deswegen, weil alles, was ihr an der Auswahlliste ändert, direkt in eurer Dropdown-Liste dargestellt wird. Das heißt, alles, was ihr ändert, löscht oder hinzufügt, wird direkt in eurer Liste sichtbar werden. Ich werde euch zeigen, wie ihr so ein Dropdown-Feld erstellen könnt, wenn die Liste sich auf demselben Arbeitsblatt befindet oder aber auch, wenn die Auswahlliste auf einem anderen Arbeitsblatt ist. Ich benutze solche Dropdown-Felder ständig. Es ist auch wirklich nicht so schwer zu machen und ihr werdet solche Dropdown-Listen in fast jedem meiner Videos finden. Deswegen habe ich gedacht, macht es Sinn, dass ich dazu mal ein extra Video mache. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Zuschauen. Lasst uns keine Zeit verlieren und starten. Los geht's! Zunächst mal zu unserem Beispiel. Wir haben hier ein Feld, in dem aus einer Liste ein Name ausgewählt werden soll. Wir werden uns jetzt drei verschiedene Möglichkeiten ansehen, wie man ein solches Dropdown-Feld erstellen kann. Das erste eignet sich besonders gut, wenn man wenig Auswahlmöglichkeiten übergeben will, die vor allem im Nachhinein in der Regel nicht mehr geändert werden sollen. Der Anfang ist immer derselbe. Wir klicken ins Feld, in dem das Dropdown-Feld gleich aufgeklappt werden soll. Gehen dann in der Registerkarte Daten, bei Datentools auf Datenüberprüfung und in den Einstellungen können wir jetzt auswählen, welcher bzw. welche Werte in dem ausgewählten Feld zugelassen werden sollen. Ich klappe jetzt hier mal die Liste auf und wähle hier Liste aus. Nun können wir eine Liste übergeben und in unserem ersten Fall übergeben wir die Werte hier direkt. Also klicke ich hier in Quelle rein und schreibe jetzt hier die Namen rein, die in der Liste gezeigt werden sollen und trenne diese mit einem Semikolon. Achtet hier darauf, dass die Option Zellen-Dropdown aktiviert ist, damit ihr auch gleich die Liste aufklappen könnt. Und jetzt bestätige ich das alles mit OK. Jetzt können wir das auch gleich mal ausprobieren, indem wir hier auf den kleinen Pfeil klicken. Und wie ihr seht, beide Namen, die wir eben gerade eingetragen haben, können wir hier jetzt auswählen. Die Liste könnt ihr natürlich noch ändern, allerdings müsstet ihr das über denselben Weg machen, also wieder hier bei Daten, Datentools, Datenüberprüfung. Das ist natürlich nicht besonders flexibel und deswegen möchte ich euch jetzt die zweite Möglichkeit zeigen. Und diese Möglichkeit funktioniert immer dann, wenn eure Auswahlliste auf demselben Tabellenblatt ist. Ich habe jetzt hier meinen Namen in einer Liste untereinander geschrieben und als erstes wähle ich jetzt die gesamte Liste aus und drücke auf meiner Tastatur STRG T. Dann aktiviere ich hier noch das Feld Tabelle hat Überschriften, bestätige es mit OK und habe mir jetzt so eine intelligente Tabelle in Excel erzeugt. Das macht unser Dropdown-Feld nämlich gleich dynamisch, sodass wir Namen ergänzen, ändern oder löschen können und dies wird dann direkt in unserem Dropdown-Feld auch abgebildet. Was wir jetzt wieder machen ist, ich klicke wieder in das Feld, gehe dann wieder bei Daten, wie eben gerade auch, Datentools, Datenüberprüfung, wähle jetzt hier wieder Liste aus, das ist jetzt natürlich schon vorausgewählt und jetzt kann ich hier eine Quelle übergeben. Ich lösche jetzt erstmal das, was wir hier eingetragen haben, raus, klicke jetzt hier auf diesen kleinen Pfeil und wähle jetzt alle unsere Namen, die wir eben in diese intelligente Tabelle geschrieben haben, aus. Bestätige das mit Enter und hier nochmal auf OK. Und wenn wir jetzt unser Dropdown-Feld hier aufklappen, werdet ihr sehen, dass alle Namen hier drin abgebildet werden. Jetzt möchte ich euch noch zeigen, was passiert, wenn wir einen Namen ergänzen. Dafür gehe ich einfach in das nächste freie Feld und schreibe hier einen Wert rein. Die Tabelle erweitert sich jetzt automatisch und wenn ich jetzt in mein Dropdown-Feld gehe, werdet ihr feststellen, dass dieser neue Wert hier auch zum Auswählen dargestellt wird. Jetzt möchte ich euch auch noch zeigen, was passiert, wenn wir einen Wert rauslöschen. Ich lösche jetzt einfach mal diesen hier raus, indem ich die gesamte Zeile markiere und auf Steuerung und Minus klicke. Jetzt habe ich gerade Hoffmann entfernt und wenn ich jetzt hier mein Dropdown-Feld aufklappe, werdet ihr feststellen, dass dieser Wert hier auch nicht mehr drin ist. Genau das Gleiche funktioniert natürlich auch, wenn ich Werte ändere.
In der letzten Option werde ich euch jetzt zeigen, wie ihr ein Dropdown-Feld erstellen könnt, wenn sich die Liste mit Auswahlmöglichkeiten auf einem anderen Tabellenblatt befindet. Dafür habe ich hier ein neues Tabellenblatt erstellt mit Namen und hier habe ich jetzt auch eine Liste mit Namen angelegt. Wie eben auch wandle ich diesen Bereich jetzt erstmal in eine intelligente Tabelle um, indem ich die Überschrift und alle Namen auswähle und auf der Tastatur Steuerung T drücke. Wähle hier noch das Feld aus Tabelle hat Überschriften und bestätige mit OK. Jetzt gehen wir wieder zurück auf unser Dropdown-Feld, gehen hier auch bei Daten, Datentools, Datenüberprüfung, wie eben auch, und löschen jetzt erstmal den soeben übergebenen Bereich raus. Und als erstes werde ich jetzt genauso vorgehen wie in der zweiten Option auch, um euch zu zeigen, was das Problem ist. Also ich klicke hier wieder auf diesen kleinen Pfeil, gehe auf mein Tabellenblatt Namen und wähle wie eben auch hier die Liste mit Namen aus. Bestätige das mit Enter und hier nochmal mit OK. Soweit so gut. Wie ihr seht, das Dropdown-Feld wird hier auch abgebildet. Jetzt möchte ich euch allerdings zeigen, was passiert, wenn ich meine Liste hier bei Namen um einen Namen erweitere. Neuer Name. Gehe wieder zurück auf unser Blatt Dropdown und öffne hier jetzt mein Dropdown-Feld. Und wie ihr seht, der Name wird hier jetzt leider nicht mit abgebildet. Deswegen müssen wir an dieser Stelle jetzt ein bisschen anders vorgehen. Und zwar gehe ich wieder aufs Tabellenblatt Namen, wähle dann die gesamte Tabelle inklusive Überschrift aus, gehe auf Formeln, definierte Namen aus Auswahl erstellen. Aktiviere hier das Feld Namen erstellen aus der obersten Zeile, bestätige das mit OK. Und jetzt kann ich hier im Namensmanager nochmal überprüfen, welchen Namen ich jetzt diesem Bereich hier gegeben habe. Und wie ihr seht, hier steht jetzt Namen drin und das bezieht sich nämlich genau hier auf unseren Bereich. Ich schließe das jetzt, gehe wieder zurück in unser Dropdown-Feld, dann wieder auf Daten. Datentools, Datenüberprüfung und hier schreibe ich jetzt einfach rein Namen, also den Bereich, den wir soeben definiert haben und bestätige das mit OK. Jetzt seht ihr natürlich hier wieder alle unsere Namen vom anderen Tabellenblatt und jetzt probieren wir nochmal aus, unsere Liste zu erweitern. Name 2, gehe wieder zurück zum Dropdown und wie ihr seht, der Name 2 ist jetzt auch auswählbar. Und das funktioniert jetzt natürlich auch mit Löschen oder Ändern. Als letztes möchte ich euch jetzt noch zwei optionale Möglichkeiten zeigen, die ihr für alle eben vorgestellten Optionen nutzen könnt. Und zwar befinden wir uns jetzt wieder in den Daten, Datentools, Datenüberprüfung. Und hier können wir jetzt eine sogenannte Eingabemeldung übergeben. Diese wird nämlich immer dann angezeigt, wenn die Zelle, wo das Dropdown-Feld drin ist, ausgewählt wird. Ich aktiviere mal das Feld. Und hier kann ich jetzt einen Titel eingeben und eine Eingabemeldung. Für den Titel habe ich jetzt Name eintragen ausgewählt und als Meldung bitte wähle einen Namen aus. Und das Gleiche kann ich jetzt auch für eine Fehlermeldung machen. Das heißt, diese Meldung wird immer dann angezeigt, wenn ungültige Daten eingegeben werden. Hier kann ich jetzt auswählen, von welchem Typ die sein soll, Stopp, Warnung oder Information. Und hier kann ich dann auch einen Titel übergeben. Also fehlerhafte Eingabe, der Name ist nicht in der Liste vorhanden. Bestätige das jetzt mal mit OK. Klicke nochmal aus dem Feld raus und dann wieder rein. Und wie ihr seht, hier ist erstmal die Eingabemeldung, die wir eben eingetragen haben. Und wenn ich jetzt hier mal einen neuen Namen eintrage, zum Beispiel Jamie, und mit Enter bestätige, kommt unsere Fehlermeldung, dass der Name noch nicht in der Liste vorhanden ist. Kann das abbrechen. Und hier dann wie gehabt aus der Liste einen Namen auswählen, der in unserer Auswahl vorhanden ist. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ihr konntet was lernen. Wenn ja, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, abonniert auch gerne diesen Kanal. Teilt das Video gerne mit euren Freunden und Kollegen, wenn es
für Sie hilfreich sein könnte. Und dann bedanke ich mich jetzt sehr herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!